Biogasanlagen erzeugen aus Biomasse Biogas, ein brennbares Gas mit hohem Methananteil. In den meisten Biogasanlagen wird das Biogas direkt in einem BHKW verbrannt und so zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt. In Deutschland wurden 2020 immerhin 5,2% des gesamten Bruttostromverbrauchs durch Biogasanlagen gedeckt. Die Anzahl der Biogasanlagen und damit deren Anteil an der Stromerzeugung wurde in Deutschland vor allem von 2004 bis 2011 stark gesteigert und ist seitdem relativ konstant. Wie Biogasanlagen funktionieren und warum sie, obwohl ein weiterer Zubau von Anlagen in Deutschland wohl nicht sinnvoll ist, auch in Zukunft ein sehr wichtiger Bestandteil der Energiewende sein können, erfahrt ihr in diesem Video. Der zentrale Prozess in einer Biogasanlage passiert im Fermenter. Das ist der meist runde Behälter mit flexiblem Dach, eine Art Blase, die man bei Biogasanlagen schon von weitem sieht. Im Fermenter wird Biomasse vergärt. Als Biomasse werden dabei unterschiedlichste biologische Abfälle genutzt. In der Landwirtschaft beispielsweise Gülle und Mist sowie Energiepflanzen, die als Substrat eingesetzt werden. Aber auch Abfälle aus der Lebensmittelproduktion sowie das Material aus der Biotonne können genutzt werden. Häufig werden aber nicht nur Abfälle eingesetzt, sondern extra Pflanzen wie beispielsweise Mais als Substrat angebaut, bei denen die Biogasausbeute sehr hoch ist. Die Biomasse wird je nach genutzten Bioabfällen im idealen Verhältnis gemischt und dann dem Fermenter zugeführt. Bei der Vergärung im Fermenter wird ein Großteil der Biomasse von Bakterien anaerob, das heißt unter Ausschluss von Sauerstoff, zersetzt und in Methan und CO2 umgewandelt. Dazu muss die Masse auf 32 bis 42 Grad erwärmt werden. Zusätzlich entsteht bei der Vergärung Schwefelwasserstoff und es bleibt ein Gärrest übrig aus Materialien, die nicht von den Bakterien verwertet werden können. Der Schwefelwasserstoff wird dem Biogas dann durch einen Filter entzogen. Der Gärrest, je nach Anlagentyp, trocken oder flüssig, enthält viel Stickstoff und andere Nährstoffe und kann ideal als Dünger eingesetzt werden. In den meisten Biogasanlagen in Deutschland wird das Biogas, bestehend aus Methan und CO2, dann direkt in ein BHKW geleitet und in Strom und Wärme umgewandelt. Dies hat einige Vorteile. Das Biogas kann trotz hohen CO2-Anteils direkt verbrannt werden. Mit der entstehenden nutzbaren Wärme kann zum einen der Fermenter beheizt werden, zum anderen kann auch der landwirtschaftliche Betrieb und eventuelle Gewächshäuser oder ähnliches beheizt werden. Je nach Größe der Anlage kann auch in ein Nahwärmenetz eingespeist werden, wenn es Wärmeverbraucher in der Nähe gibt. Die Alternative, insbesondere wenn es nicht genug Wärmebedarf in der näheren Umgebung gibt, ist die Einspeisung ins Gasnetz. Hierzu muss das Biogas allerdings weiter aufbereitet werden, insbesondere das CO2 muss abgetrennt werden. Da die Aufbereitung aufwendig ist, lohnt sich das nur bei großen Anlagen. Nach der Aufbereitung kann das Biogas dann aber genau wie Erdgas ins Gasnetz eingespeist und dort genutzt werden. Doch wie viel Energie erzeugt eine Biogasanlage eigentlich? Die elektrische Leistung von Biogasanlagen mit BHKW reicht von 30 Kilowatt bis hin zu mehreren Megawatt. Sie kann also relativ frei dimensioniert werden. Interessanter ist die Energie pro Fläche Ackerland, die erreicht werden kann. Bei energiereichen Pflanzen wie Mais können im Idealfall pro Jahr über 20 Megawattstunden elektrische Energie pro Hektar Land, also einer Fläche von 100 x 100 Metern, erzeugt werden. Bei einem Stromverbrauch von etwa 3,1 Megawattstunden pro Jahr je Haushalt in Deutschland können also etwa 6,5 Haushalte pro Hektar mit Strom versorgt werden. Mit der dabei erzeugten Wärme können zudem 1 bis 2 Haushalte mit Wärme versorgt werden. Durch diesen großen Flächenbedarf ist Deutschland mit knapp 10.000 Biogasanlagen und dem Stromanteil von 5% an einer Grenze, wo eine weitere deutliche Zunahme keinen Sinn ergibt. Dennoch können Biogasanlagen in Zukunft ein wichtiger Faktor bei der Energiewende werden. Biogasanlagen erzeugen relativ konstant Biogas, das heutzutage in der Regel direkt im angeschlossenen BHKW verbrannt wird. Dadurch ist die elektrische Leistung aller Biogasanlagen in Deutschland aktuell immer konstant im Bereich von 4,5 bis 5 Gigawatt. Im Vergleich zu anderen erneuerbaren Erzeugern wie Wind und PV sind BHKW aber steuerbar. Das Biogas kann über einige Stunden direkt im Fermenter gespeichert werden oder über längere Zeit auch relativ einfach in einem Gasspeicher.
Die durch das BHKW erzeugte Wärme kann ebenfalls günstig gespeichert werden. So könnten Biogasanlagen in Zukunft ähnlich wie Gaskraftwerke variabel eingesetzt werden, um das Stromnetz zu stabilisieren. Bei Biogasanlagen, die ins Erdgasnetz einspeisen, ist die Variabilität sogar noch höher und auch eine Langzeitspeicherung ist problemlos möglich. Dadurch bieten Biogasanlagen eine günstige und sinnvolle Möglichkeit, bei weiterer Steigerung des PV- und Windanteils in Deutschland das Netz dennoch sicher und zuverlässig betreiben zu können. Meine persönliche Meinung ist, dass Biogasanlagen sehr gut als Beimischung im Energiemix in Deutschland funktionieren, insbesondere dort, wo nur Bioabfälle genutzt werden, die sonst nicht benötigt werden. Ein negativer Effekt von Biogasanlagen ist die Zunahme von Maismonokulturen, da dadurch der Ertrag von Biogasanlagen maximiert werden kann, es aber viele negative Effekte in Bezug auf Biodiversität und andere Themen gibt. Aktuell gibt es hier jedoch einen Trend gegen Maismonokulturen hin zu mehr Biodiversität durch andere Pflanzen. Der flexible Einsatz von Biogasanlagen ist aus meiner Sicht absolut sinnvoll und Neubauanlagen sollten schon heute entsprechend dimensioniert werden. Auch die Verbindung mit Power-to-Gas-Anlagen ist eine spannende Idee. Dadurch kann das CO2 im Biogas direkt für die Methanisierung genutzt werden und so zusätzliches Gas ins Gasnetz eingespeist werden. Die Gasaufbereitung vereinfacht sich dadurch zusätzlich. Wenn ihr genauer wissen wollt, wie Blockheizkraftwerke oder Power-to-Gas-Anlagen funktionieren, schaut euch jetzt die Videos hier an und abonniert den Kanal, um auch weiterhin technisch in Sachen Energiewende auf dem Laufenden zu bleiben.